Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 20 Koop Stürmerkette zusammen mit dem lieben Jan. Hi. Das war richtig komisch, aber egal, auf jeden Fall. meine Handbewegung war richtig so, ah. Okay, auf jeden Fall haben wir heute unser Spiel gegen Union Berlin. Da können wir endlich mal wieder punkten, außerdem auswärts, da sind wir sowieso ein bisschen stärker. Und außerdem ist Union Berlin Platz 16 in der Tabelle, wir Platz 11 mit 6 Punkten. Da ist auf jeden Fall ordentlich was drin. 5 Spiele, 6 Punkte, eieiei, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr erwarten von Frankfurt. Danach haben wir übrigens ein Euroleague-Spiel. Ich weiß nicht, gegen welche Mannschaft. Machen wir einfach. Ne? Ist auf jeden Fall ganz cool. Wer die letzte Folge verpasst hat, die war auf Jans Kanal rechts unter dem i vorbeischauen. Könnt ihr auch gerne mal seinen Kanal abonnieren. Oder auch bei der Playlist, die wir zusammenführen, vorbeischauen. Da verpasst ihr dann auf jeden Fall nichts weitere zu dieser absolut krassen Karriere. Ich würde sagen, wir starten rein. Let's go. Euroleague gegen... Euroleague. Ja, Euroleague schauen wir. Hä? Ja, immer mit seinem Euroleague und... Namenstag, was ist das? Ja, das ist ja ganz normal. Wir haben Euroleague. Wenn du dich jetzt umbenennst und... Da, wir sind jetzt hier, so, halt du die Fresse. Wir sind jetzt hier in der alten Försterei. Echt? Gibt's so, die in... Nein, gibt's nicht, aber wir sind jetzt hier an der Altwürsterei, das denken wir uns jetzt einfach so. Auch boah, ich war schon mal im Stadion an der alten Försterei. Ekelhaft, ne? Absolut. Nein. Doch, wirklich. Ich habe nichts gegen Union Berlin. Wirklich. Ich schon. Da stand ich so raus. Oh. Warum? Jetzt passt den... Doch, was machst du? Attacke! Hä, wieso schneidest du das raus? Ich hab wirklich was gegen die. Ja, was geht das die Leute denn an? Wir spielen Euroleague. Euroleague. Ja, gleich aber. Ja. Denn nicht weg. Was ist das, Alter? Wir haben noch nie ein Tor dadurch kassiert. Ja, wenn, dann schneide ich das so rein, dann bist du nur so dran. Gute. Oh, guck mal, wo ich da stehe. Ja, passt doch! Mach ich doch! Hagnock! Oh nein! Gott. Ja! Ich hab versucht, den Ball noch zu bekommen. Ja, ich wollte glaube, zu dir flanken. Oh. Ups. Hä, warum? Auf Wiedersehen! Alter! So ein guter Konter! Ich wollte ja nur den Ball haben! 11. Spielminute! Ja, tschüss! Ja, jetzt musst du hier mitkommentieren, aber ne? Ja, klar, also, oh, spannend! Oben, links! Alter, scheiße, oh, habe ich mir das nächste Spiel auch gesperrt. Weiß ich hoffe, FIFA nicht. Übernimmt das nicht so dumm, dass ich in der Euroleague gesperrt bin. Nee, glaube ich nicht. Normalerweise macht es aber immer schon. So ein gutes Spiel. Ja, nice. Da, in dem Spiel sollten wir jetzt punkten. Ja, ist ja noch locker drin. Und jetzt also, bist du einfach weg vom Fenster. Ja, das ist ja so einfach, gegen die jetzt die Punkte zu holen. Also. Ja, in Unterzahl. Mit einem Stürmer. Ja. Was du hast. So wie dumm, Alter. Warum? Er holt sich eine rote Karte. Ja, ich wollte ja nicht. Das hätte höchstens gelb geben dürfen. Ja. Ich drücke ja voll die Daumen. Ich glaube, das klappt. Oh ja. Immerhin bist du in der Statistik jetzt. In irgendeiner Statistik jetzt. In dem Fall der rote Karten. Weit oben. Wenn du in der Euroleague. Wenn du in der Euroleague. Auch gesperrt bist, wäre es halt echt traurig. Wenn du in deiner Folge ein Spiel auch nicht dabei bist, ist halt so. Ja. Willst du ein Spiel ohne mich spielen oder was? Ja, eigentlich schon. Mach ja jetzt auch. Spiel doch! Was, ein Arschloch? Ich war so frei. Jetzt. Oh ja, das ist gut, bestimmt. Aber du bist gegen alle anderen. Oh, und jetzt nochmal reinspielen. Jetzt zu dem anderen, zur Nummer 24. Ja, wie gut muss ich denn sein, dass das alles klappt? Muss hier alles allein wuppen jetzt hier. Nee, du hast doch noch 9 Mitspieler. Ja. Geilo. Und dann gehen wir in die Halbzeit 0:0. Das kann echt was werden, Leute. Das. 0:0. Ärgerlich. 0 Schüsse ist.
Jetzt! Komm schon, das ist so einfach, den zu machen! Ich kann nichts drücken! Er hat mich voll geschubst! Durchstellen, aber ein paar wäre schon ganz jetzt! Cool. Komm! Mike! Ja! Nein! Ja, ich konnte mich da nicht so gut lösen von dem Typen, aber ich habe den Schuss wenigstens abgesetzt. Wäre noch gerne näher dran gelaufen, wenn das geklappt hätte, aber hat's halt nicht. Oh! Jetzt! Mach ihn! Ja, mach ihn! Ja, was ist das? Ich fass es nicht. Nein! 0-0. Es ist schade, wir haben trotzdem probiert. Wir hatten die ein oder andere Chance, aber es sollte uns nicht gelingen. Oh, da hat wir eine rote Karte bekommen. Okay. Jo, wir haben das zweite Spiel jetzt hier in der Euroleague gegen Guimarães oder wie auch immer. Guimarães, keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden. Auf jeden Fall läuft es bei uns ja nicht so gut aktuell. Wir haben in der Euroleague immerhin gewonnen. Ja, jetzt haben wir Jan auf jeden Fall wieder dabei. Gegen Bremen werden wir dann auch aussetzen, denn die Fitness ist dann durch dieses Spiel jetzt dann mega geschwächt. Wir spielen schon in 2 Tagen gegen Bremen. Jan wird sowieso nicht mitmachen können wegen der Rutschsperre. Dann werde ich auch mal aussetzen. Das ist ganz cool. So, Euroleague zu Hause gegen Portugiesen. Das ist krass. Ja, Mike braucht einen Trainer. Wir haben uns übrigens, Leute, falls ihr das hier schon nebenbei gesehen habt, wir haben uns beide schon von 78 auf eine 79 gesteigert. Mega. Nein. Nein. Ich finde das so geil. Wir spielen eigentlich, du bist doch eigentlich links. Jedes Spiel sind wir einfach komplett umgedreht. Na, wie er sich den vorgelegt hat, was ist das denn? Das ist jetzt noch übrigens das Einfallspiel. Danach spielen wir gegen Arsenal. So. Sehr gut. Ich wollte schon vorhin sagen, ist das nicht abseits, aber aber ich habe gedacht, ja, das ist bestimmt keins. Also im ersten Euroleague-Spiel waren wir Arsenal. Abgesehen davon, von dieser unglaublich guten Torverwertung, waren wir eigentlich ziemlich gut. Ja, sieht bisher nur. Das war das einzige Spiel, was wir bis jetzt mega dominiert hatten. Ja. Ansonsten waren wir eigentlich mehr oder weniger entweder gleich auf oder tatsächlich sogar schlechter. Oh. Voller Einsatz. Ja. So wie im letzten Spiel. Boah, hast du den Pass gesehen? Nee, jetzt zu mir? Augen zu. Oh. Mann, ey, das ist so ein Rückgang. Ja, wollte ich. Nice, ich hab passen gedrückt und hat sich. Alter! Oh! Das ist ein Dreck. Oh, jetzt habe ich gar nicht gefordert und ich bin kommen. Was ist das? Oh! Oh! Scheiße! Warum bleibst du eigentlich nicht oben auf deiner Position? Geh weg! Ich bin links! Ja! Ja, und du stehst in der Mitte! Du, guck doch, wo du stehst! Ja, jetzt in der Mitte bist du. Du bist auch in der Mitte! Nein! Nein! Oh, was macht der Torwart? Ich hab ihn rausgeholt, da siehst du. Ach, lass nicht. Jetzt, Jan. Nein, das kann nicht sein. Hör auf. Ich will nichts hören. Scheiße. Nicht. Oh, so gut. What the fuck. Das wäre krass gewesen. Drückt alles aus. Die Fans, die sind schon buhen wahrscheinlich. Oh, Drecksler, no. Komm. Oh. Jan. Komm schon, geh, ja, now. Was ist das für ein Scheißspiel? Wer hat den FIFA erfunden, ey, so ein Drecksladen. Was? Trainer auswechseln. Mann. Auf jeden Fall wird's nix. Es ist wieder 0-0. Es ist so kacke. Kein Tor in der heutigen Folge. Ich weiß nicht, was los war. Lasst trotzdem gerne ein Abo und eine Bewertung da, falls es euch gefallen hat. Und schaut auf jeden Fall bei Jan vorbei. Da sehen wir dann hoffentlich nochmal ein paar Tore. Dann geht's auch weiter mit der Champions Euroleague. Da geht's weiter mit der Euroleague. So, macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao.